Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deutschland Lokal. 7 Bundesländer, eine Sendung. Eine spannende Spiele-App-Idee von Studenten der Hochschule Stralsund hat den Hauptpreis bei einem international ausgelegten Kreativwettbewerb in Greifswald gewonnen. Die App wurde am 22. September im Myrizeum vorgestellt. Bei dem Spiel werden die Käfer, die bis jetzt als naturhistorische Exponate in der Ausstellung des Myrizeums zu sehen sind, lebendig. MV1 berichtet. Kleine Käfer, ganz groß. Diese unscheinbaren Krabbeltierchen im Myrizeum in Waren sollen demnächst lebendig werden. Studenten der Hochschule Stralsund haben eine Spiele-App entwickelt, durch die insbesondere bei Teenagern das Interesse für die Naturerlebnisausstellung geweckt werden soll. In einem international ausgerichteten Kreativworkshop haben sie mit ihrer Idee den Hauptpreis gewonnen. Die Aufgabe war letztendlich, in 24 Stunden eben eine App zu entwickeln, die Besucher dazu bewegt, in ein Museum reinzugehen. Und die Museen wurden verlost, wir haben das Myrizeum bekommen und waren damit, glaube ich, alle recht zufrieden. Und unsere Aufgabe war, diese Käfer, die ja eigentlich vielleicht eher so fremd und komisch sind, so ins Licht zu rücken, dass sie interessant und spannend werden und die Leute sich dafür mehr interessieren. Und wir haben eben versucht, das Ganze so aufzubauen, dass wir vor allem also die Fähigkeiten, die Käfer wirklich haben, als Superkräfte darstellen. Am 22. September stellten 3 der 5 Studenten die App-Idee im Myrizeum vor. Welche Superkraft hat der rheinische Schmalpflanzenkäfer? Kann der Feuerschmied wirklich springen? Und wie schafft es der Buchenmulm-Zwergstutzkäfer, sich vor seinen Feinden zu schützen? Alle diese spannenden Fragen werden mit dem Spiel beantwortet. Eine Art alltäglicher Überlebenskampf aus der Perspektive des Käfers. Zum Beispiel gibt es eben einen Käfer, der kann nur eine bestimmte Pilzart fressen. Was jetzt ja prinzipiell erstmal so klingt, als wäre er sogar schlechter an dem Spiel als die anderen, weil er eingeschränkt ist. Und wir haben uns dann eben überlegt, dass er eben, wenn er diese Pilzart frisst, dann so eine Art Geschwindigkeitsboost bekommt und dann plötzlich ganz schnell ist. Und dann macht es wahrscheinlich auch viel Spaß, mit dem zu spielen. Nur 24 Stunden hatten die Studenten bei dem Kreativworkshop in Greifswald Zeit, um die außergewöhnliche Museums-App zu entwickeln. Der Ideenwettbewerb, der sogenannte Hackathon, fand im Mai im Rahmen des Projektes Baltic Museums Love IT statt. Auch die Universität Szczecin in Polen und die Fachhochschule Lahti in Finnland hatten sich beteiligt. Mich hat fasziniert, also einmal das Thema natürlich mit den Käfern und sag ich mal, auch wenn man sieht, wie klein die in Wirklichkeit sind und wie groß die rauskommen können, wenn man sie so als Spiel verpackt, wie man dann doch wirklich fasziniert wird davon und dass die Studierenden das wirklich gut umgesetzt haben, dass ich vorher etwas spiele, angelockt werde, aber die weiteren Levels nur im Museum umsetzen kann, wo ich auch weitere Info haben kann. Darum geht es ja, dass wir die Besucher hier reinlocken. Während die ersten Spielebenen außerhalb des Myrizeums heruntergeladen werden können, zum Beispiel über QR-Codes auf Flyern, können die letzten Käfer erst im Myrizeum direkt selbst freigeschaltet werden. Dort, wo alle Krabbeltierchen auch digital präsentiert werden, vom Feuerschmied bis zum Eremit. Und wenn der User der App dann an diesem Punkt angekommen ist hier, dann möchten wir oder können wir uns vorstellen, dass wir also hier auf diesem Bildschirm dann einen QR-Code einblenden, wo dann mit der App bzw. über die App dann die letzten Käfer freigeschaltet werden können, dass man also hier an dem Ort, an dem Platz, wo man die Käfer live sehen kann, dann also auch die letzten Käfer dieser App dann runterladen kann bzw. spielen kann. Der erste Schritt für die App ist getan. Jetzt muss noch die konkrete technische Umsetzung erfolgen. Wir haben im Rahmen dieses Projektes Möglichkeiten, da weiterzuarbeiten. Aber die Programmierung des Spieles selber ist momentan der Stand, müssen wir selber vorantreiben. Wir suchen also jetzt jemanden, der in einer relativ kurzen Zeit, bis Weihnachten muss der erste Schritt passiert sein, der zweite Schritt dann bis zum Frühjahr 2020, der uns bei der Programmierung unterstützen kann, damit das Spiel auch spannend wird und nicht unterwegs die Leute die Lust an diesem Spiel verlieren. Da sind wir auf der Suche und ich bin ganz optimistisch, dass das wird. Ich habe auch eine Idee, wie wir es finanzieren können und ich denke, dass ich da Partner finden werde, die uns unterstützen, dass wir dieses Spiel zu Ende bringen.
Schon im Januar soll die einjährige Testphase für die App beginnen. Danach wird sich zeigen, ob es damit tatsächlich gelingt, noch mehr Besucher in das Müritzeum in Waren zu locken und die Faszination für das UNESCO-Welterbe der alten Buchenwälder zu wecken. Endlich mal eine sinnvolle App mit Lerneffekt. Schön. Wir bleiben bei Insekten, aber wohl eher bei ihrem Umfeld und der Natur, die sich dann alles zurückholt. Urban Exploring ist das Hobby von Jens Kuhl. Wie er dazu gekommen ist und was ihn am Entdecken und Stöbern in der Natur und vor allem von verlassenen Gebäuden fasziniert, erzählt er den Kollegen von Rhein-Main-TV. Eigentlich ist mein Arbeitsweg relativ langweilig, aber nicht heute. Heute bin ich mit Jens unterwegs und Jens ist Urban Explorer. Er nimmt mich mit auf eine seiner Entdeckungstouren. Wir sind jetzt hier auf dem Gelände einer alten Ziegelei, wo du auch schon ein paar Mal warst. Mhm. Du machst das ja nicht erst seit gestern. Erzähl mal, wie bist du drauf gekommen, Urban Exploring? Wie kommt man dazu und seit wann machst du das? Also seit wann kann ich nicht genau sagen, das ist so ungefähr, ich würde sagen 98, 99, genau kann man es nicht definieren. 99 war ich das erste Mal in einem einsturzgefährdeten Gebäude. Ja, und seitdem ist der Virus eigentlich da. Also viel mehr kann man da jetzt eigentlich auch nicht sagen. Seitdem besuchst du verlassene Orte wie diesen. Genau. Und ich würde sagen, wir besuchen den jetzt auch mal, schauen mal rein. Mhm. Gucken wir mal, das sieht schon mal ganz schön düster aus. Ich hoffe, uns wird es da drin gut ergehen. Oh, ich denke schon. Auch wenn es mir etwas mulmig ist, Jens Optimismus gründet sich auf eine lange Erfahrung. Er kennt viele der versteckten und verwunschenen Orte im Rhein-Main-Gebiet schon seit Jahren und hat wie einige in der Urban Explorer-Szene immer seine Kamera dabei, um sie zu dokumentieren. Für ihn sind viele der gefundenen Relikte nicht nur schön, sondern auch erhaltenswert. Ich sehe überall Graffitis und zerschlagene Möbel. Meinst du, das waren auch Urban Explorer, die hier so gewütet haben, oder? Also definitiv nicht. Also richtige Urban Explorer auf gar keinen Fall. Die haben nämlich eine Ethik, dass man das Gebäude so, wie man es vorfindet, dass man das auch wieder zurücklässt. Kurz gesagt, auf ein, zwei Sachen runtergebrochen, nichts zerstören, also nichts zerschlagen, keinen Müll hinterlassen, nichts stehlen. Ja. Und geht es beim Urban Exploring nur um Gebäude oder gibt es da noch mehr Orte, die besucht werden? Es gibt alles Mögliche. Es gibt teilweise einfach nur verlassene Autofriedhöfe, also Autofriedhöfe, wo das Auto im Prinzip schon seit Jahrzehnten steht. In Châtillon in Belgien stand so ein, war so ein Autofriedhof mit, ich glaube, ungefähr 200 Autos, die grob 50er bis 70er Jahre waren und schon stark verrostet waren. Das kann alles Mögliche sein. Es können verlassene Straßen sein, es können verlassene Flughäfen sein, alles Mögliche. Jens ist bei seinen Streifzügen manchmal allein unterwegs. Um eine grundlegende Sicherheit zu gewährleisten, empfiehlt er aber allen anderen Urban Explorern, in Gruppen zu gehen und Handys mitzunehmen, damit man im Notfall Hilfe holen kann. Viele der verlassenen Gegenden sind nicht ungefährlich und eigentlich auch eingezäunt. Da haben wir ja echt das beste Wetter für unseren Trip uns rausgesucht. Jetzt sehe ich hier direkt den nächsten Zaun. Wir sind ja auch durch einen Zaun gekommen. Mhm. Wie ist das eigentlich in puncto Legalität, das Hobby? Ja, es kommt aufs Bauwerk, aufs Gebäude drauf an. In den meisten Fällen ist es, wie hier in dem Fall auch, definitiv illegal. Ist meines Wissens § 123 Strafgesetzbuch Hausfriedensbruch. Das ist ein Antragsdelikt. Das heißt, selbst wenn jetzt zum Beispiel die Polizei dich erwischt und der Eigentümer sagt, komm, lass es gut sein, dann bleibt's dabei. Ja, und auch das ist auch ein weiterer Grund, nicht der wichtigste Grund, aber ein weiterer Grund, warum die Einhaltung der Ethik so wertvoll und wichtig ist. Aber abgesehen jetzt auch von der Legalität, du nimmst ja einiges auf dich, um hierher zu kommen. Du reist an, du kommst durch Dorngestrüpp, überwindest Hindernisse und reißt dir vielleicht auch mal den Arm auf oder musst aufpassen, dass du nirgendwo runterfällst. Ist es das alles wert für dich? Was macht für dich den Reiz dieses Hobbys aus? Das ist ganz schön schwer zu sagen. Was macht den Reiz aus? Also es ist zum einen, man findet immer mal wieder Relikte der Vergangenheit. Sachen, die man halt sonst im Museum schön sauber geputzt sieht und in einer Staubschicht. Das andere ist, dass man, hier haben wir jetzt eine Straße in der Nähe, aber manchmal hat man wirklich Objekte, wo man stundenlang seine Ruhe hat, wo man keinen Menschen trifft, wo man einfach ein bisschen aus dem Karussell der Hektik rausspringen kann. Das finde ich persönlich sehr reizvoll dabei. Das kann zumindest ich sehr gut nachempfinden.
Auf einem verlassenen Dachboden dem Wind zu lauschen und die Kreativität zu bewundern, mit der die Natur sich das Gebiet der alten Ziegelei zurückerobert, hat schon etwas für sich. Die dabei getankte Energie kann ich gut gebrauchen, denn auch der Heimweg mit Jens wird garantiert nicht langweilig. Was man da nicht alles Spannendes entdecken kann. Vom Urban Exploring nun zum Walking Soccer. Fußball gehört mit Abstand zu den Lieblingssportarten der Deutschen. Dass diese Sportart auch im hohen Alter noch richtig Spaß machen kann, das zeigt der SV Wannheim. In Duisburg-Wannheim spielen rund 18 Hobbykicker Walking Soccer. Fußball für die ältere Generation. Die Kollegen von Studio 47 haben es selbst ausprobiert. Wie die Spanier Tiki-Taka gespielt haben, so ungefähr ist das auch, nur langsamer. Ne? Aber da kommt schon darauf an, dass wirklich ein gutes Spielverständnis da ist und das auch technisch einigermaßen am Laufenden sein sollte. Einmal in der Woche treffen sich hier auf der Anlage des SV Wannheim Fußballer, die nun ja ihre besten Zeiten als Sportler schon hinter sich haben. 64. 77. 57. 61. 60. 67. 60. 66. 59. Der Kleine wird 49. 54. 54. Zugegeben, ein bisschen älter sind diese Damen und Herren mittlerweile schon. Ein Grund, sich deshalb auf die faule Haut zu legen, ist das für die Hobbykicker aber nicht. Deshalb wird hier seit neuestem Walking Soccer gespielt. Gehfußball, das klingt wie Spaß, das ist Spaß und ist doch ernst gemeint. Wir gehen, ne? Wir rennen nicht. Jörg Niggemann hat die Sportart aus England nach Duisburg geholt. Auslöser war ein Fernsehbeitrag, den er vor gut 2 Jahren über Walking Soccer gesehen hat. Da wir alle nicht mehr so gut zu Fuß sind, habe ich gedacht, das wäre mal was für uns. Und dann habe ich gesagt, also jetzt probieren wir das aus, weil Fußballspielen ist eigentlich mit die schönste Sportart. Man ist schön an der frischen Luft, man hat Spaß mit den Jungs und konnte auch daraus wieder viele Alte, mit denen ich früher gekickt habe, wieder reaktivieren, dass die mitmachen und auch Spaß dabei wieder haben. In Großbritannien und den Niederlanden ist Walking Soccer bereits seit einigen Jahren der Renner. Bei uns steckt diese Sportart noch in den Kinderschuhen. Zeit also für eine kurze Regelkunde. Du darfst halt nicht laufen. Du musst halt sehen, dass du immer einen Fuß am Boden hast. Und wenn dann mal halt so der Ball nicht so in den Fuß gespielt wird, wie das eigentlich sein soll, so dass er in den Raum gespielt wird, kommst du natürlich schlecht hinterher, wenn der zu schnell gespielt ist. Und dann hast du immer das Verlangen, jetzt will ich doch rennen, aber das klappt nicht. Verboten ist außerdem Reingrätschen, Körperkontakt, den Ball über Hüfthöhe spielen. Es gibt weder Abseitsregeln noch Torwart und den Schiedsrichter, den brauchen die Hobbykicker vom SV Wannheim auch nicht. Nur das Runde, das muss natürlich weiter ins Eckige. Also ich habe mir das am Anfang gar nicht vorstellen können. Gehen, Fußball spielen, klar, aber ich fand das am Anfang äußerst witzig. Wenn man dann sieht, wie der ein oder andere schnell geht, das sieht schon lustig aus. Also ganz mit Fußball aufhören fällt dann echt schwer. Und dass man überhaupt noch ein bisschen vor den Ball treten kann, ist dann halt eine schöne Sache. Ne? Man kann damit einfach nicht aufhören, wenn man mal angefangen hat. Aber die Gemeinschaft zu sein und versuchen, ja, ein Spiel auch zu gewinnen, das ist einfach mal so. Ne? Wir müssen es einfach mal haben. Ne? Ehrgeiz ist immer noch da, ist egal wie alt man ist. Da, ne? Walking Soccer also für jedermann, egal wie alt man ist. Das ist mein Stichwort. Ob ich mit den Profis mithalten kann? So Jörg, ich habe mich auch mal in meine Sportklamotten geschmissen, denn ich darf gleich mal mitspielen. Ja, selbstverständlich. Bei euch. Darf mal testen, wie Walking Soccer so funktioniert. Das letzte Mal, als ich richtig Fußball gespielt habe, da war ich 10 oder 11, ist schon ein bisschen her, ein paar Jährchen. Ja, so sehr lange kann das aber auch noch nicht her sein. Doch, das ist ein paar Jährchen ist es auf jeden Fall schon her. Darf man als Fußballanfänger denn bei euch überhaupt mitspielen? Immer, bei uns darf jeder mitspielen. Der 2 Beine hat, der Spaß am Fußball hat, der überhaupt Spaß am Leben hat, ist immer gern gesehen. Und man muss an dieser Stelle natürlich auch sagen, dass nicht nur Männer herzlich willkommen sind bei euch im Team, sondern auch Frauen. Ja, genau. Wir haben die Heike bei uns in der Mannschaft und die ist schon ziemlich zeitig zu uns gestoßen, voriges Jahr im Herbst. Und man sieht, sie hat Spaß, sie ist bei uns geblieben. Das ist schon mal viel wert.
Jörg, für mich heute eine absolute Premiere. Ich freue mich, ich bin gespannt. Legen wir los. Gerne. Fassen wir also noch mal kurz zusammen. Nicht rennen, den Ball nur auf Hüfthöhe spielen, kein Grätschen. Klingt doch erstmal gar nicht so anstrengend, oder? Ich bin noch ein bisschen am Hecheln, bin noch am Schwitzen. Ich hätte heute wirklich mit allem gerechnet, aber dass Walking Soccer so anstrengend sein kann, das hätte ich letzten Endes dann doch nicht gedacht. Größte Herausforderung für mich war natürlich, dass ich immer den Ball haben wollte, aber nicht rennen durfte. Also sich darauf zu konzentrieren, dass man bei diesem Spiel nur gehen darf und nicht rennen, das war eine absolute Herausforderung für mich, hat mich absolut gefordert und ja, war am Anfang dann doch nicht so ganz einfach für mich. Aber ich muss auch sagen, es hat super viel Spaß gemacht, Walking Soccer einmal auszuprobieren. Jetzt muss ich natürlich dich nochmal fragen, Jörg, bitte, bitte sei ganz ehrlich, wie habe ich mich heute geschlagen? Gut, gar keine Frage, wirklich gut, denn das ist wirklich schwierig. Wir hatten heute auch zwei dabei, die das noch nie vorher gemacht haben. Der eine sagte auch, boah, sagt er, auf einmal wusste ich, bin ich losgelaufen. Sagt er, da musst du dich mehr darauf konzentrieren als auf das Spiel an sich, weil du erstmal aus deinem Kopf rauskriegen musst, du darfst nicht laufen und man will einfach den Ball haben und das ist schon eine Konzentration, das bringt schon die ein oder andere Schweißperle auf die Stirn. Das habe ich heute auch gemerkt. Genau. Hat Spaß gemacht, Jörg, vielen, vielen Dank. Apropos Spaß, was macht denn jetzt so richtig Spaß beim Walking Soccer? Das Bier danach. Na, das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Im Vereinsheim gibt es nach einer Stunde Höchstleistung ein Bierchen zur Belohnung. Der Besuch beim SV Wannheim hat mir heute gezeigt, der Spaß am Fußball, der vergeht eben nie. Auch nicht im hohen Alter. Liebe Zuschauer, ein Bierchen gibt's bei uns zwar jetzt nicht, aber dafür gibt's die Werbung. Also dranbleiben. Bis gleich. Toskana Therme Bad Sulza. Baden in Licht und Musik. Gutscheine im Onlineshop, auch Print at Home. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Deutschland Lokal. Wir blicken nun zurück auf den 4. Oktober, denn da wurde im Deutschen Nationaltheater Weimar das Stück Urfaust als Neuinszenierung uraufgeführt. Salve TV hat sich für Sie mit dem Regisseur Tobias Wellemeyer unterhalten. So ahnungsvoll des Glockentones Fülle und mein Gebet. War brünstiger Genuss, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau, alle Wirkenskraft und Samen, tu nicht mehr in Worten kramen. Wir wir beschäftigen uns ja, nachdem, ich glaube, 5 Jahre lang die Faust-Inszenierung von Hasko Weber hier gelaufen ist, am Haus mit dem wunderbaren Lutz Salzmann und dem Sebastian Kowski als Mephisto, mit dem Urfaust, also mit dem ersten Entwurf, mit dem Fragment. Es gibt ja doch eine
Phase verschiedener Entwürfe und Fragmente, die dann später hin zu der Ausformung des klassischen Fauststoffes führen. Und wie wir finden, ist die Geschichte des Dr. Faust in dieser Urfassung eigentlich die Geschichte eines jungen Mannes. Ich würde fast sagen, so ein bisschen eines alter Egos des jungen Goethe, denn er packt ungeheuer viel Zeitgefühl und Zeitproblematik auch noch mit großer emotionaler und romantischer, stürmerisch, drängerischer Kraft in diesen Text. Und das hat uns eigentlich sehr interessiert, diese Urzelle des Textes mal zu entdecken, die sich ja eigentlich mit der Gretchenhandlung im Wesentlichen beschäftigt. Also mit diesem kleinen sozialen Experiment, was Goethe macht, wird dieser Spitzenwissenschaftler auf der einen Seite mit diesem katholischen Mädchen aus der Unterschicht zusammenkommen können, wenn sie sich bereichern können oder nicht. Vom einzig überallmächtigen Triebe wird das auch so von Herzen gehen. Lass das, es wird, wenn ich empfinde, für das Gefühl nach Namenssuche keinen finde. Und insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, haben wir das eigentlich besetzt mit sehr jungen Leuten. Also Rosa Falkenhagen spielt das Gretchen und Markus Horn spielt den Faust. Beide gerade erst von den Schauspielschulen hier engagiert. Zwei hochbegabte junge Schauspieler und sie werden begleitet von der Anna Windmüller, die den Mephisto spielt. Also wir haben eine weibliche Mephisto-Besetzung. Und sind eine kleine Gruppe von 7 Schauspielern insgesamt mit einigen jungen Leuten noch aus der Komparserie des Theaters und sind in einem wunderbaren, sehr intensiven Arbeitsprozess eingetaucht vor dem Sommer schon. Und dann hat es ein bisschen gearbeitet über den Sommer und dann haben wir uns gleich nach dem Sommer getroffen und arbeiten eigentlich früh und spät an diesen großartigen und nicht ganz so einfachen Texten von Goethe. Bei höllischen Elementen, ich wollte, ich wüsste was er, was das ist. Ja, also ich fand dass, sag ich mal, das, was auf der einen Seite ja eine großartige Energie hereingebracht hat, also diese Arbeit an so einem klassischen Text auch mit sehr jungen Schauspielern zu machen, ist natürlich die Sprache dieses Textes und diese komplexe Gedanklichkeit, die dieser großartige Autor hat, schon etwas Ungewohntes für uns Moderne und für uns Heutige. Und uns mit unserer eigenen Geschichte und mit unserer Welt und mit unseren Gefühlen einzuquartieren in so einem klassischen Text, also es nicht besser zu wissen, sondern uns zu suchen in diesem Text, das war die große Herausforderung auch. Und wir sind erstaunt, wie weiträumig auch so die Gedanklichkeit dieses Autors ist, wie reich er ist und welch großes Echo wir von den Texten kriegen, auch auf unsere eigenen Fragen und Konflikte. Also ich denke, dass der Text mehr Widersprüche beschreibt, als dass er Antworten gibt. Summen, welch heller Ton zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde? Verkündiget ihr dumpfen Glocken schon des Osterfestes erste Feierstunde, ihr Chöre! Liebe Zuschauer, noch bis Ende Mai 2020 haben Sie Zeit, sich das Stück in Weimar anzuschauen. Was allerdings jeden Tag großes Schauspiel ist, das macht die Natur von ganz alleine, das Wattenmeer. Seit 10 Jahren gehört der Nationalpark Wattenmeer zum Weltnaturerbe der UNESCO. Der Sylter Naturkundler Werner Mansen ist Nationalpark Wattführer mit Leib und Seele und nimmt die Kollegen von Sylt 1 mit in seine Welt zwischen den Gezeiten. Seit 10 Jahren gehört der Nationalpark Wattenmeer zum Weltnaturerbe der UNESCO. Der Sylter Naturkundler Werner Mansen ist Nationalpark Wattführer mit Leib und Seele. Heute nimmt uns der gebürtige Lister mit auf eine Reise in seine Welt zwischen den Gezeiten. Ich bin tatsächlich im Rahmen einer Klassenfahrt zum letzten Mal als Kind, lieber Werner, im Watt gewesen, auf der Insel Langeoog. Was für Menschen kommen hier zu dir? Wer macht eine Wattwanderung mit Werner Mansen auf Sylt? Die Touristen.
in verschiedenen Altersgruppen. Also es sind junge Leute, Familien, Senioren, im Grunde das ganze Spektrum. Denn die Anmeldung erfolgt ja überwiegend über die öffentlichen Bereiche. Und ich bin erstmal positiv überrascht, denn so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es überhaupt nicht. Wir befinden uns hier ja noch auf einem Untergrund, der nicht so richtig schlickig ist. Was ist das hier für ein Untergrund, Werner, und was gibt es hier gleich zu sehen? Wir stehen im Sandwatt. Der Boden unter unseren Füßen ist fest. Wir werden ein bisschen Mischwattbereich erreichen. Dort ist es ein bisschen weicher. Und wenn wir mögen, können wir auch kurzzeitig ein bisschen Schlick erkunden. Gucken wir mal später. Was gibt's denn erstmal hier im Sandwatt zu sehen? Es sind viele Spuren des Lebens. Allein wenn wir hier in die Oberfläche schauen, wir sehen die Sandspaghettis, wir sehen Kleinlebewesen, Pflanzen, Algen, kleine Krebse und diverse Dinge sind unter der Oberfläche versteckt. Und können wir da mal einen Blick reinwerfen mit deiner Forke? Selbstverständlich, dafür ist das Werkzeug vorhanden. Okay, Werner, das sieht ja hier noch nicht so richtig spektakulär aus und ist auch relativ nah unter der Oberfläche. Was gibt's hier zu begutachten? Hier geht es zunächst einmal um die Bodenbeschaffenheit. Wir haben hier diese dunkle Schicht. Wir haben eine Oxidationszone in der Oberfläche, die auch duftet. Und ich weise gerne grundsätzlich darauf hin, weil es im Extremfall manchmal stinken kann wie faule Eier. Und dann wissen die Leute, das kommt aus dem Wattboden und nicht vom Wattführer. Hat nichts damit zu tun, auch in jedem Fall, dass es dem Wattenmeer irgendwie schlecht geht aus ökologischer Sicht, sondern der Geruch gehört dazu. Werner, hier sind jetzt aber noch keine Wattwürmer zu sehen. Wann sehen wir mal ein bisschen tiefer ins Watt hinein? Das machen wir im Verlauf der Tour, denn hier sind die Sandspaghettis noch relativ klein und der Wattwurm ist ja wesentlich größer. Den finden wir dann etwas weiter draußen. Ja, hier wird es jetzt richtig weich. Hier kommt der Schlick und hat, wie du merkst, an dieser Stelle aber auch einen festen Untergrund, sodass wir nur moderat erkunden, kurzzeitig, wie der Schlick auch sein kann. Das Wasser in den Prielen nutzen wir, um uns von dem gesunden, aber doch irgendwie unangenehm riechenden Schlick zu befreien und entdecken dabei einen weiteren Wattbewohner. Eine Strandkrabbe. Schau mal. Ach ja, das Tier hat schon eine Schere eingebüßt. Und es kommt häufiger vor, dass die Tiere angegriffen ein Körperteil ausklinken. Und erstaunlicherweise durch Häutungen, wenn der Panzer sich vergrößern kann, wie eine Schlange aus der Haut fährt, dann können verloren gegangene Gliedmaßen nachwachsen. Wenn wir hier mal diesen kleinen Fleck anschauen, der ist ganz lila. Das kommt von der Nahrung der Möwen, denn die Beeren, die werden auch gerne von den Vögeln verzehrt. Werner, wir sind ja jetzt während unserer Zeit hier im Wattenmeer in Küstennähe geblieben. Wie weit geht das Wattenmeer jetzt tatsächlich rein Richtung Wasser? Ja, wir sind hier auf der Insel im küstennahen Bereich und es gibt allerdings diese Bucht hier 11 Kilometer. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, hinten tauchen Muschelbänke auf. Da sind auch große Priele und dazwischen eben Sand, Schlick, Sandbänke, Muschelbänke. Also alles verändert sich und 11 Kilometer bis zum Wattenmeer, bis zum Festland, Entschuldigung. Werner, ich finde es tatsächlich super spannend. Das Wattenmeer ist, liebe Zuschauer, ein super spannender Lebensraum. Wir haben heute erfahren, dass der Wattwurm vollkommen zu Recht als Überlebenskünstler bezeichnet wird und auch der bekannteste Bewohner des Wattenmeeres ist. Wir haben erfahren, dass die Vögel, die du ganz offensichtlich auch liebst und gut kennst, wenn sie denn Krähenbärenheide essen, einen lilanen Kot haben. Sprich, man kann in dem Kot erkennen, dass die Vögel Krähenbärenheide essen. Und wir haben festgestellt, liebe Zuschauer, dass Werner Mansen nicht nur ein hervorragender Wattführer ist, sondern auch ein richtig feiner Kerl. Werner, ich denke, das darf ich an der Stelle mal so sagen. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir, wünsche dir alles Gute für die Zukunft und liebe Zuschauer, Ihnen natürlich wie immer vielen Dank, dass Sie uns heute zugeschaut haben. Wir schlendern jetzt gemütlich zurück zum Ufer, bevor die Flut kommt. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ja, Wattwandern, das wäre mal wieder was.
Liebe Zuschauer, jetzt darf ich mich aber von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.